Nur weil ich Schubladen habe, heißt das nicht, dass ich sie verschlossen halte. Aber das sieht Esther nicht ein. Sie behauptet, sie lässt alle Menschen, die sie kennenlernt, erstmal ganz lange unsortiert auf der Schreibtischplatte liegen. Deswegen versteht sie auch weder Witze noch Geschichten. Wenn ich zum Beispiel sage, weißt du noch, Esther, damals dieser Öko-Kasper, einer von den Halstuchtrotteln aus der Brunsviga, dann tut sie so, als wüsste sie nicht, was ich meine. Dabei hat sie das alternative Kulturzentrum Brunsviga genauso wie ich in den 80ern erlebt. Man müsste sie eigentlich kennen. Die Halstuchtrottel, die Rotznasenkinder, die Tomkes und Sörens, die Jan-Hörn-Jonses und die Frauen mit den kurzen Haaren und dem einen langen dünnen Zöpfchen, die nicht den Schmiss hatten zuzugeben, dass auch sie erziehen, sondern nur mit viel zu tiefer Stimme rummaulen. Du, das finde ich jetzt echt blöde, was du da jetzt veranstaltest. Mit ihren Latzhosen oder Lederjacken oder alles batik oder geringelt. Das gab es doch. Esther kannte sie doch auch alle. Sie war doch auch dabei. Beim alternativen Kindertheater zum Beispiel. Mitmachtheater. Von den ganz engagierten der kreativen Antipädagogen. Wir könnten heute ins Kindertheater, wurde da vorgeschlagen. Und man dachte an Piraten mit Säbeln oder tolle Puppen in toller Kulisse. Und da ging man aber in die Brunsviga, und das war schon komisch. Und da roch's immer nach Klo, und das war noch komischer. Und dann kam man in den Saal, und der war gar nicht komisch. Nur die Bühne, auffällig leer. Und man dachte sich schon, wo ist denn hier die Burg? Das Piratenschiff oder der Dschungel? Und sah keine Kulisse, sondern nur eine Kiste auf der Bühne stehen und dachte sich schon, oh nein, das wird jetzt wieder kreativ. Und dann kam so ein dünner Jochen in enger Jeans auf die Bühne mit so einer großen, eckigen, kalten Pädagogennase und einem viel zu dünnen Hals mit einem riesigen Kehlkopf. Den Kehlkopf sah man nicht, den hat er versteckt unter so einem dünnen lila Halstuch. Aber man wusste, dass er den Kehlkopf hatte, denn er war so ein Halstuchjochen. Und schon damals verstand Esther nicht, was ich meinte, wenn ich sagte, guck mal, ein Halstuchjochen. Und sie saß auf ihrem Stuhl voller Vorfreude, weil sie keine Erwartung hatte, weil sie keine Vorurteile hatte. Und dabei war klar, was gleich passierte. Dass wir mitmachen mussten. Weil der Halstuchjochen nichts dabei hatte als seine Scheißkiste. Nicht mal geschminkt hat er sich. Nicht mal einen Text vorbereitet hat er. Wir mussten ran. Kinderarbeit im Kindertheater. Nur Scheiße war in der Kiste. Das wusste ich schon. Da musste ich gar nicht für reingucken. Aber all die anderen Kinder um mich herum strahlten, freuten sich, was jetzt wohl passieren würde. Ob sie wohl wieder mit Fingerfarbe alles vollmalen dürfen. Esther würde einen Marienkäfer spielen in dem Stück, dachte sie bestimmt gerade. Und Jan Henning würde ein Traktor sein. Er würde bestimmt gut ein Traktor ein Stück passen, dachte er bestimmt gerade. Lars Thjofen hätte sich Punkte ins Gesicht gemalt, gesagt, dass er ein Tiger sei und Leopard gemeint. Inkompetenz! Kinder sind einfach viel zu inkompetent für gutes Entertainment. Und darüber wurde ich dann immer wütend. Und als Halstuchjochen sagte, so, die erste Reihe kommt jetzt mal auf die Bühne, da rannte ich auf die Bühne, rannte allen anderen Kindern voran, rannte zur Kiste, riss den Deckel hoch und schrie, nur Pfeife hier drin! Und Halstuchjockel starkselte zu mir in seine engen Jeans und moserte und maulte, jetzt mach doch mal den anderen nicht den Spaß kaputt. Und ich sprang an ihm hoch und biss ihm in den knorpeligen, kantigen Kehlkopf. Nicht, dass es blutete, nur, dass es schockte. Und so eine Renate zog mich weg und war echt fuchsteuflix wild jetzt, wie sie es sagte, und motzte und schimpfte und erzog die Fotze. Und ein paar verweichlichte Öko-Scheiß-Kinder heulten. Das ist kein Spaß, das ist dumm, schrie ich mit Tränen in den Augen. Ich wollte Jim Knopf oder wenigstens Piraten. Und ich schlug Renate auf die Muschi, das ging ganz gut bei der Punkte-Leggings. Und ein paar Autonome standen drumrum und lachten, weil sie wussten, was wirklich gute Unterhaltung war. Du siehst ja kacke aus.